So, kommen wir zu meinem Setup. Was ihr hier seht, ist im Grunde genommen ja mein Cockpit. So sieht die ganze Thematik aus. An der Wand sind die Pimax mit den beiden Controllern, eine Maus, ja, und hier ein 737 Trottelquadrant. Wichtig hierbei natürlich mit diesen Rädern. Ja, als Sitz habe ich hier einen ganz normalen Bürositz. Der Vorteil ist dabei, man kann hier halt eben die Arme hochfahren. Aber sonst hat es im Grunde genommen keine besondere Bewandtnis damit. Unten habe ich Thrustmaster. Das Ganze musste ich mit einem Brett verstärken. Das sieht man so ein bisschen. Und das ist hier mein Flight Master Yoke. Entsprechend habe ich hier den Flight Master Yoke etwas modifiziert. Hier sind statt der Schalter Taste angebracht, damit es auch X-Plane kompatibel ist. So sieht die ganze Thematik aus. Avionics, muss man entscheiden. Tastatur, wie gesagt, hier die Pimax. Da hinten mein Rechner mit der 2080 Ti. So, um euch da einen Eindruck zu vermitteln.